Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Gaming Proofs. In diesem Video schauen wir uns weiter die Story von Mortal Kombat 1 an, und zwar Kapitel 14. Ja. Geschafft, die Armee ist umstellt. Alle anderen Reiche in dieser Zeitlinie sind sicher. Vergiss nicht, Raiden. Für diesen Dienst haben wir unser Leben riskiert. Was nicht nötig gewesen wäre, ja, wenn du nicht mit dem anderen Shang Tsung konspiriert hättest. Genau. Sie kämpfen bis zum letzten Mann. Kommt, helfen wir den anderen. Okay, jetzt bekommt Liu Kang seine Kraft wieder, oder? Okay, wir spielen noch mit Liu Kang. Sehr schön. Bist du bereit, die Suche zu beginnen? Bereit genug, auf das andere Zeitlinien und Titanen zu finden sind. Okay. Garrus? Liu Kang? Ruhig, Kitana. Du bist unter Freunden. Was passiert hier? Wo bin ich? Weit weg von zu Hause. Genauer gesagt, in einer anderen Zeitlinie. Was? Bist du auch ein... Ein Wächter der Zeit? Ja. Wir beide also? Wie ist das nur möglich? Der Kampf um Kronikas Stundenglas hat die Zeit aufgespalten. Wo einst eine Zeitlinie verlief, gibt es nun viele. Also Multiverse. In jeder neuen Zeitlinie hat dieser Kampf die Möglichkeit, anders auszugehen. In meiner wurde ich der Wächter der Zeit. In deiner warst du es. In anderen ist es vielleicht Jade, Sindel oder Kano. Die Möglichkeit. Kano. Es gibt einen Animationsfilm, wo Kano der Wächter der Zeit geworden ist. Und wir beide Teil davon sind, dann bist du. Du bist mein Liu Kang. Derselbe, der am Hof von Shang Tsung gegen dich gekämpft hat. Und im Kolosseum mit dir. Der vor Stolz strahlte, als du Khan der Außenwelt wurdest. Okay, es war im Mortal Kombat 11. Warum hat sich das Schicksal nur gegen uns verschworen? Dürfen wir das Leben gar nicht genießen? Gute Frage. Vielleicht in einer der anderen Zeitlinien. Wer weiß. Ich würde gerne glauben, dass du mich deshalb herbrachtest. Aber dafür kenne ich dich wirklich zu gut. Welche Pflicht erwartet uns? Etwas Geduld. Zuerst müssen wir mehr unserer alten Freunde versammeln. Okay. Shang Tsung, ein Titan mit der Macht des Stundenglases. Ja, Kung Lao. Oh, eine Bedrohung für alle. Das ist der alte Raiden, okay. Doch weiß er aber nur von seiner und der von Liu Kang. Noch. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich hatte gehofft, mein Sieg über Kronika würde den Combat-Kreislauf durchbrechen. Doch, er beginnt von Neuem. Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen Shang Tsung stoppen. Wenn nötig, helfen die Millionen meiner Gemeinschaft des Weißen Lotus. Danke. Meine Freunde. Er ist hier. Boah.
Okay. Das ist wohl die böse Justice League. Liu Kang, du bringst Verbündete und sogar... Boah, die Kostüme sind ziemlich krass. Wie konnte ich nur so blind sein? Unsere beiden Zeitlinien sind nicht die einzigen. Geh zurück, Shang Tsung. Die Verschmelzung der Zeitlinien ist fehlgeschlagen. Ja, deine Kameraden waren einfallsreich. Boah, dieser Kostüm von Reptile da. Einfach deine Zeitlinie zu zerstören. Der sieht krass. Das sieht wirklich krass aus. Noch andere erobern kann, erleichtert mir die Entscheidung. Sobald ich dein Stundenglas zerstöre, hört deine Zeitlinie auf zu existieren. Es wird ein Vergnügen, dich noch einmal zu töten. Ein allerletztes Mal. Okay, werden wir sehen. Krass, dieses Kostüm von Liu Kang, das sah auch übelst geil aus. Du kämpfst so wie damals. Ich werde stets wissen, was du vorhast. Ebenso. Hoffen wir, dass unser Vorteil entscheidend ist. Ja. Oh, okay. Wie geht denn der Trick da? Komm. Okay. Ich habe mit Liu Kang jetzt nicht wirklich gespielt. Oh nein. Boah, dieser Kostüm von Tanya sieht auch ziemlich krass aus. Die sieht da aus wie Sauron von Herr der Ringe. Es ist so wie so ein Nazgul. Sind die Tanyas aller Zeitlinien so böse? Meine ist auch so. Triff erstmal meine, dann wirst du anders denken. Nur zu gern, wenn wir diesen Kampf überleben. Fight! Ja, stimmt. Lau. Okay. Nein. Oh. Oh, okay. Autsch. Ah, okay, verstehe.
Oh, Timing verkackt. Verdammt. Ja, oh, schon wieder Timing verkackt. Komm schon. Oh, jetzt bin ich zu weit nach vorne gelaufen. Na gut. Oh, nein, 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 nein. Nein, nein. Mehr hat Shang Tsung nicht zu bieten. Ja, übrigens, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Oh. Er hat gesagt, das hat begonnen. Es ist aus dem Film. Wir müssen sie stoppen. Ist das Stundenglas leer, wird diese Zeitlinie zerstört. Boah. Heile rasch, mein Freund. Diese Schlacht endet mit der Auslöschung deiner Zeitlinie. Deine letzten Augenblicke werden qualvoll. Ja, prahl du nur. Ich habe viel bösere Zwillinge als dich besiegt. Fight. Okay. Oh, verdammt. Zeit, das Spiegelbild zu zerbrechen. Okay. Nope. Ah. Wow. Oh, verdammt. Na komm. Zurück in eure Zeitlinie, Brüder. Wir haben wenig Zeit. Das Stundenglas versagt. Dann lasst es uns beenden. Jetzt. Seid gute Mädchen und tötet sie, ja? Wie du befiehlst, Shang Tsung. Kitana und ich übernehmen sie. Rette das Stundenglas. Ja, Liu Kang. Narr, du kannst es nicht retten. Nicht, welches schlimmer ist. Beide sind verzerrte Bilder von mir. Sie sind abscheulich. Wir lassen sie nicht überleben. Boah, das ist aber brutal. Fight. Oh nein. Okay, man darf da keinen Dash machen. Okay. Oh. Verdammt, nein. Sehr schön.
Haben wir. Sobald Shang Tsung tot ist, seid ihr es auch. Ja. Das ist nicht vorbei, Liu Kang. Hab Dank für eure Hilfe, ihr alle. Dies ist unser Sieg. Shang Tsung ist fort, aber nicht besiegt. Er kehrt zurück und versucht es erneut. Nicht nur gegen diese Zeitlinie, sondern gegen alle Zeitlinien. Unser Vorgehen ist klar. Wir müssen in die Offensive gehen und ihm die Macht für zukünftige Angriffe gegen uns nehmen. Ich stimme zu. Doch Shang Tsung versammelt sicher schon Verbündete, so wie ich euch. Wir müssen es ihm gleich tun. Und eine übermächtige Armee aus allen Zeitlinien. Ich würde auch sagen, wir machen hier Schluss nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video.